Joho, Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4. Zeit für Freunde, Zeit für Hochzeit war im letzten Part und die war echt wunderschön. Und Bikisch und Thorsten sind jetzt endlich durch den Bund der Ehe fest für immer aneinander geschweißt. Was die Aktion im Busch in der Hochzeit für Konsequenzen haben wird, da bin ich noch gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich hier würde sagen, wir stürzen uns jetzt gleich in die mitternachtliche Umzugsaktion, denn hier müssen wir einiges mitnehmen, was wir in die neue Wohnung mit integrieren. Und ich guck mal, ich weiß nicht, ich glaube, wir werden die neue Wohnung möbliert mieten und dann dort einfach ein bisschen anpassen nach den Sachen, die wir so besitzen und haben. Bin ich mal gespannt. Und wir gehen jetzt einfach mal in den Baumodus. Hui, reingezoomt. Und schauen uns das Ganze im Baumodus an. Ich habe mal hier unten schon ein bisschen aussortiert, damit wir Platz haben für alles Mögliche. Also alles, was so, ja, Erinnerungen sind. Ein paar Badmöbel, die noch weg können, die wir auch nicht unbedingt dann brauchen. Alles, was so Erinnerungen sind. Und ich finde übrigens das Küchengerät nicht, was wir für die Hochzeit bekommen haben. Das hier für Silber-Level mit der Hochzeit habe ich gefunden. Aber das Küchengerät nicht, was man bekommt, wenn man heiratet auf Gold. Dies habe ich hier nicht gesehen. Sehr mysteriös, sehr mysteriös. Okay, gut. Was wir alles natürlich mitnehmen wollen, okay, wir machen mal Tag, sind unsere Bilder. Ist doch völlig klar. Unsere Bilder möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Da. So, die hat schließlich Thorsten alle mit viel Liebe gemalt. Was macht Mikesh eigentlich? Sich die Hände waschen. Spontan Hände waschen mit Handschuhen natürlich, ist klar. Dann brauchen wir hier erstmal nichts. Vielleicht ein Fitnessgerät können wir mitnehmen. Die Gartentöpfe müssen nicht unbedingt sein. Grill und alles, das wissen wir noch nicht, inwiefern wir es brauchen können. Ein Kaffeegerät haben wir schon. Da ist sonst auch die Staffelei. Das ist ja etwas, woran man mit seinen Emotionen so ein bisschen hängt. Und ansonsten wären es hier halt hauptsächlich Bilder und Spielsachen. Also als Kind möchte man natürlich so seine wichtigsten Dinge, die einem etwas bedeuten, behalten. Darunter fallen halt Betten und so weiter und so fort. Und natürlich die Bilder hier. Okay, gibt es einen extra Knopf, um irgendwas ins Inventar zu verschieben? Nee. Wenn ich I drücke, passiert jedenfalls nichts. Na komm. Auf ins Inventar, weil mit denen müssen wir natürlich auf jeden Fall umziehen. Ist doch klar. Das sind da die wichtigsten und wertvollsten Erinnerungen. Ja, da sind sie zusammengesteckt. Genauso wie hier das Lieblingskinderbett. Und den Hasen, mit dem man sich angefreundet hat. Das Lieblingsspielzeug. Ein Puppenhaus. Der passende Teppich dazu. Die Deko natürlich entsprechend auch. Das sind so Dinge, die waren für einen als Kind halt wichtig. Die Bilder jetzt nicht so. Draußen wird gerade gepennt. Auch hier haben wir ja immer noch. Das sind keine Fotos, nein. Auch hier haben wir Fotos von der Familie. Von unserer WG, von unseren Freunden, auch die müssen alle ins Inventar verschoben werden. Hochzeitsfotos holen wir da übrigens mal extra nach, weil das ist, wie gesagt, momentan verbuggt und sorgt dafür, dass der Spielstand einfriert. Nicht bei allen, aber bei einigen ist das verbuggt. Ja, Schlafzimmergestaltung. Ich finde das Schlafzimmer, so wie es ist, halt eigentlich wunderschön. Deswegen würde ich das einfach alles in unser Haushaltsinventar ziehen. Und dann dort so wiedergeben wollen. Ob es jetzt die gleichen Bilder sein werden, weiß ich nicht. Aber hier so die Details, die fand ich halt eigentlich sehr schön alle. Na, das da auch. Und das Bücherregal auch. So. War da jetzt sonst noch irgendwas, was wir. Nee, also wir haben alle Bilder, die wir brauchen. Na? Viel mehr war das ja sonst auch nicht. Dann würde ich sagen, ist jetzt Zeit umzuziehen. Und das macht Thorsten mal bitte. Banyanuchi! Halt. Was haben wir denn hier? Haushalt umziehen lassen.
So, dann hole ich mal den Umzugswagen. Ein nächtlicher Umzug. 4 Uhr morgens. Naja, so ist das manchmal. Wenn man in andere Städte zieht, dann ist das ein bisschen kompliziert. Moment. Okay, dann gucke ich mal, ob das auch so klappt. Auch das hat in letzter Zeit ein bisschen gebackt mit dem Umziehen und mit dem Möbeln mitnehmen. Da musste man nämlich, damit das Haushaltsinventar behalten wird, mit Möbeln umziehen machen. Dann sind sie aber gar nicht mit den Möbeln aus der Wohnung umgezogen, sondern... Na, wir schauen einfach mal, wie wir das hinkriegen. Wir müssen nach Windenburg und wir brauchen, um das Haus zu kriegen, was wir haben wollen, noch ein bisschen mehr Geld, ne? So viel... Okay, dann... kann ich den Cheat hier nicht... Den kann ich hier nicht benutzen. Alles klar. Dann verkaufen wir noch ein paar Sachen, damit wir genügend Geld haben, um da hinzuziehen. Weil das funktioniert nämlich nicht mit Möbeln verkaufen. Man hat dann mehr Geld. Also dieses, man zieht um und nimmt die Möbel nicht mit. Und wenn man die Möbel nicht mitnimmt, hat man mehr Geld übrig und so. Das funktioniert nicht. Weil wir brauchen schon noch ein bisschen Geld, um dann dort halt auch noch einzurichten. Also ich werde es möbliert kaufen und dann richten wir es noch aber ein. Aber erstmal ist es möbliert gekauft. Quasi. Das kriegen wir schon hin. Alles klar, wir brauchen erst ein bisschen mehr Geld. Das ist ja auch kein Problem. Wer weiß... Vielleicht will ja später der Nachbesitzer gar keine Cupcake-Fabrik oder sowas. So, das ist schon ein bisschen mehr Kohle. Ist auch schon ein bisschen mehr Kohle. Ist auch ein bisschen mehr Kohle. Wir können die Tanzfläche verkaufen. Wir können das davon verkaufen. Okay, drücken. So, war da noch irgendwas anderes wichtig? Die Toilette ist irgendwie, warum auch immer, stinkig. Was hat Mikisch da gemacht? Ja, das sind auch so Dinge, die müssen ja dann nicht stehen bleiben hier. Können wir einfach mal gucken. Das sollte aber eigentlich jetzt genügend sein. Genügend ausreichend. Um mit dem Gesamtwert des Hauses zusammen umziehen zu können. Ja, können wir es jetzt nochmal versuchen? Lass es uns noch einmal versuchen. Was ist mit Mikisch los? Ist irgendwie schlecht. Auch ist jetzt Kuchen schlecht. Oh mein Gott, der muss gleich dringend auf die Blase. Und Hunger hat er auch. Also wir ziehen jetzt um? Ja, wir ziehen jetzt tatsächlich um. Aber diesmal wirklich. Ganz echt, wirklich echtes Umziehen. Da bin ich ja mal gespannt. La, 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 la. So, unsere Finanzen. Das sieht nicht ausreichend aus. Verdammt, warum musst du nur so teuer sein? Wenn wir umziehen wollten, geht das nicht? Möbel verkaufen. Möbliert. Wir probieren mal aus, in welcher Form das irgendwie klappt. Wir müssen eigentlich alles, was wir in unserem Haushaltsinventar haben, behalten. Und nur das, was steht. Eigentlich müsste das... Ansonsten muss den Spielstand nochmal neu laden. Da habe ich auch kein Problem mit. Das kriege ich schon hin. Sollte aber so funktionieren. Ich bin sehr gespannt. Was ein Chaos. Man weiß halt nicht genau, es wird einem nicht gesagt, was man behält von den Möbeln und so. Aber das, was wir im Inventar hatten, müsste wesentlich mehr wert gewesen sein als 38.000 Simoleons. Glaube ich. Das weiß ich nicht. Kann sein, dass unser Haushaltsinventar jetzt geleert ist. Mal schauen. Da-dam, da-dam, da-dam. Unser neues, schönes Haus. Möbliert, sieht edel aus. Nein, wir haben alles behalten. Alles klar, so wie ich es mir gedacht habe, hat es funktioniert. Aber erst nochmal von außen gucken jetzt. So, wir blenden das jetzt mal zu. Oh, das ist so liebevoll dekoriert und gestaltet. Ich finde es so hübsch. Und jetzt wird hier nochmal bitte geknuddelt. Im Busch Baby machen. Ich weiß nicht, ich glaube, sowas hat ernste Konsequenzen, wenn man nämlich ein bisschen aufpasst. Im Schrank rumschäkern, ist klar. Nein, knuddeln. Einfach mal knuddeln nur. Ah, super. Ich will jetzt sofort in mein neues Bett. Ja, ich auch. Ach, Liebling, was für eine wunderschöne Wohnung. Ja, ich hab doch gesagt, das ist perfekt für uns. Oder besser geht's doch gar nicht. Aber es wird ja schon morgen. Wir sollten uns dann mal zusehen, dass wir das Ganze hier eingerichtet kriegen. Ach, ist das irre. Ist das irre. Ach, ist das schön. Unser schönes neues Haus. Unser großes neues Fachwerkhaus. Ach, das wird toll. Okay, Leute. Dann geht's jetzt ans Einrichten des Ganzen.
und gestalten. Also die Idee ist ja, dass Mio quasi hier wohnt. Dass er jetzt seine eigene kleine Bude bekommt. Da bräuchte er ja zum Beispiel gar nicht so riesengroße Tische und so. Aber das ist jetzt halt erstmal schon mal so eingerichtet. Und er hat hier oben halt sein eigenes Schlafzimmer. So ein bisschen wild romantisch. Ne? Hier haben wir Elternschlafzimmer und noch ein Kinderzimmer. Und dann hätten wir hier oben halt noch Platz und Räumlichkeiten ohne Ende. Lass uns mal gerade hochblenden. Das hier ist halt total schön eingerichtet. So, ich hätte ja gerne das Elternschlafzimmer mit dem, was ich dort eingerichtet hatte. Dann machen wir das jetzt mal schnell. Das Bett hier so hinsetzen. Dann waren das hier. Ja, die waren hier links und rechts. Genau. Dann war ja auch dort ein Schreibtisch zum Arbeiten. Den könnten wir jetzt sonst. Das ist zwar dann hier so im Gang, aber ich glaube, das stört dann niemanden großartig. Müssen wir dann vielleicht noch ein bisschen was umändern oder gestalten und machen und tun. Müssen wir mal schauen. Was zum Lesen. Hier eine Blume oben drauf. Das war die Uhr, die wir dahin platziert hatten. Das hat auch schön ausgesehen. Und wir hatten eine andere. Hier, wir hatten eine andere Kommode. Wir hatten diese hier. Und auf der waren hier diese Kinderbilder und die Bücher. Und das gehört hier, glaube ich, noch. Kann man das noch hier irgendwo. Hat man das nicht da oben draufstehen? Jetzt lässt sich das da nicht mehr oben draufstellen. Und dann kommt sie daneben. Sieht auch schön aus. Der Rest war Kinderzimmer, ne? Die anderen Sachen waren fürs Kinderzimmer. Der passt aber wieder wunderbar hier rein. Und die Farben hier passen aber auch besser. So, das hier zum. Oh, das ist ja schön gemacht. Zum Umgestalten. Dann haben wir hier ein süßes kleines Badezimmer. Das ist ja schnuffig. Das ist so schnuffig, dass ich es erstmal behalten möchte. Und würde sagen, dass unser Theo hier oben sein Zimmer bekommt. Wäre ich jetzt schwer dafür. Und zwar hatte er, glaube ich, dieses Bett hier. Mit dem da. Und wir hatten diese Regale hier an der Wand. Müssen wir noch ein bisschen anders gestalten. Dann. Da waren hier so Gläser drauf. Was einfach gut gepasst hat. Und ein Häschen war ebenfalls drauf. Häschen, Häschen. Das hier kann noch drauf. Wir hatten diesen Teppich. Und dieses Puppenhaus zum Spielen. Unser Häschen. Wenn ich das geschickt stelle. Ja, wunderbar. Oh, der war doch. Das war doch auch noch da drauf. Das kann mal verkauft werden, komm. So, das sieht gut aus. Alles klar. Und auch du kannst einen Schreibtisch gebrauchen, wenn du später mal erwachsen wirst. Irgendwann mal. Achso, hier war noch Spielzeug. Hatten wir für dich eigentlich einen Schreibtisch? Nee, ne, hattest du noch gar nicht. Brauchst du auch in dem Moment dann erstmal noch nicht. Achso, hier oben steht schon eine Tretmühle. Dann kann die mal weg und dann kann mal hier die Tretmühle hin. Dann wird es für dich interessanter, dass du jetzt das endlich in deinem Zimmer stehen haben kannst. Das ist nicht so hübsch. Da ist, weiß nicht, ob das Raumlicht schöner ist. Da würde ich was anderes machen. Also, wir werden es ja sowieso nochmal umgestalten, wenn jetzt das Accessory Pack rauskommt. Aber solange will ich es halt wenigstens erstmal gestaltet haben. Mit dem, was schon geht, was schon möglich ist. So, dann brauchen wir da anderen Boden. Wie wäre es denn hier mit so einem hellen Holz? Und dann passend dazu in den Pastelltönen, weil es seine Lieblingsfarbe ist. Jawohl. Wird das dann hier unten sein? Was weiß ich noch. Also nicht. Also wir können auch später werden wahrscheinlich ein Hobbyzimmer draus machen, aber erstmal finde ich das total süß. Das mit dem Bild da ist auch cool. So. Wie machen wir das für Mio? Mio bekommt jetzt erstmal hier. Das müssten dann einmal hier die Bilder sein.
Richtig. Da sind hier lauter kleine. Jetzt müssen wir gucken. Das ist eins von denen. Das nicht, das nicht, das nicht. Das ist eins von denen. Dann ist das eins von denen. Hier haben wir auch noch mehr Kinderfotos. Ach, das ist cool. Unsere ganzen Kollegen und Freunde und so. Ich bin froh, dass wir so viele Fotos gemacht haben. Schöne Erinnerungen. Und können wir halt überall hier aufhängen. Da müssen wir gucken, dass wir sie wieder so ein bisschen individuell gestalten. Was war das? Ja, das war hier durch. Das noch. Und das noch. Das waren die Babyfotos. Das größeren Bilder. Gehörten nicht mehr dazu. Alles klar. Müssen wir gucken, dass wir die dann ein bisschen besser an der Wand gestaltet kriegen. So, passt jetzt hier noch was? Ich würde den Schreibtisch hier tatsächlich löschen. Den coolen dafür hinstellen. Und wo hatten wir... Da, das Laptop. Und das können wir ja farblich gestalten. In, vielleicht rot oder den können wir dunkel machen. Und den können wir auch dunkel machen, passend zu allem. Ah, sehr edel. Bleistifte noch dazu. Bücher noch dazu. Eine Pflanze. Sieht doch gut aus. Wow. Das hat Mio ein richtig, richtig cooles Domizil, ey. Also das können wir jetzt nicht anders sagen. Das ist einfach auch schön. Mein Gott, das ist so hübsch. Das ist alles so hübsch. Hier kann noch eine Staffelei hin. Unsere Gemälde. Genau, unsere Gemälde. Wäre ja eigentlich was für hier oben. Dass man hier halt überall die Kunst, die wir gemacht haben, findet. So im ganzen Haus verteilt. Müssen wir mal schauen. Weil wir haben ja so viele Bilder jetzt. Viele davon können wir sicherlich auch verkaufen und so. Ich packe die erstmal da dran. Richtig verschieben müssen wir sie sowieso noch selber. Wir haben ja auch diese Rahmen, die man drumrum machen kann. Diesen CC, den ich da gekauft hatte. Weil das sind natürlich so Gemälde, die brauchen wir für die Ewigkeit. Müssen wir mal schauen, wie wir die dann alle hier platziert kriegen, damit es vernünftig aussieht. Da wäre ich dann auch dafür, dass das hier oben, auch wenn das ja Fachwerk ist, deswegen ja auch so ein Fachwerkbau hat, dass das aber eine ruhige Tapete bekommt. Irgendwas Ruhiges halt. Hier haben wir so Modetapeten. Dass man vielleicht irgendwie an einer Stelle so eine Modetapete macht? Nee, das sieht komisch aus. Das hier ist ruhiger. Und den Boden auch so hell machen? Oder doch dunkler? Das sieht schöner aus. Okay, das kann man nicht ändern, weil es die Außenwand ist. Dann ist das halt ja auch dementsprechend so. Sieht ja nicht schlecht aus. So, dann... Oh, ich wollte das Licht... Wollte ich nicht... So. Dann kommen jetzt hier mal so... Gemälde zusammen hin. Ja, das Kaffeegemälde können wir erstmal wieder ins Inventar platzieren. Das passt einfach nicht so. Das hier ist vielleicht etwas fürs Schlafzimmer. Ich habe das... Das hat ja auch, glaube ich, irgendwie... hier. Erotische Ausstrahlung, könnte man fast sagen. Das mit dem Gartenzwerg war so schön. Okay, das lässt sich nicht hinter die Staffelei platzieren. Ich die jetzt einfach ein bisschen nach vorne rücke. Können wir die hier gerade mal wieder hinten hinpacken. So, das ist doch schön. Genauso wie hier. So ein bisschen das Realistische, die realistischen Gemälde. Und da sind die abstrakten Gemälde. Oh, das Häschen haben wir doppelt. So. So und so. Dann sieht das doch eigentlich anständig und sauber aus. Hatten wir nicht... Ich meinte bei Deko und nicht Bilderrahmen, sondern dem hier. Genau, wir hatten diese Übergemälde. Die ich eigentlich ganz cool finde. Was würde hier reinpassen? Oh, die gibt es auch noch in verschiedenen Tönen. Das? Das ist ja auch geil. Gibt es das dann hier auch in einem... Ja, gibt es einen gedeckten
Ton. Ja, kann man ja mal machen, ne? Müsste vielleicht noch ein bisschen verschieben, wobei die so nah aneinander sieht es auch gut aus. So und so erstmal. Schwierig. Sieht aber gut aus. Kann man machen. Das wäre dann... Nee, das ist zu klein. Oh, mit weißem Passepartout. Dafür müsste man eigentlich... Nee, die lassen wir mal so gerade. Da müsste man die Ränder eigentlich ausschalten für, ne? Ich mach das gerade mal weg noch. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Die müssten halt einfach viel weiter auseinander. Oder halt auch vorsichtig auseinandergesetzt werden. Ich wünschte, es gäbe noch feinere Einrastungsstufen. Die müssen höher, damit das geht. Die können einzeln bleiben. Und ihr müsst viel weiter auseinander, damit sowas möglich ist. Sekunde, da muss ich jetzt gerade mal... wartet. Rahmen entfernen, Rahmen entfernen, Rahmen entfernen. Bei denen hier war es jetzt nicht so wild, wenn man das dunkel gemacht hat. Rahmen entfernen, Rahmen entfernen, Rahmen entfernen. Schade, das ist dann im Baumodus kein... Wahrscheinlich gibt es auch im Baumodus ein Tool dafür. So, wir haben es gleich, Leute. Gleich sind wir soweit. Wenn der Scroll-Modus nur ein bisschen detaillierter und besser wäre. Der ist momentan echt total der Abfuck. Okay, die passen da drumrum. Die ist ein bisschen sehr massiv. Das ist schön. Das kann man nehmen. Schön Passepartout. Jawohl. Das gibt's doch hier auch, oder? Das ist genau dann der gleiche Ton. Perfekt. Sekunde. Und zack. Ich muss das jetzt wieder nach Augenmaß machen, weil mich dieser Scrollmodus so trollt, ey. Sieht aber gut aus, was ich da mache. Glaube ich. Wenn es auch nicht zu 100%... Wenn es dann halt nicht zu 100% stimmt, meine Güte. Das ist jetzt sowieso ein bisschen falsch hier. Weil halt... zu nah an der Tür... So. Machbar, ja? Alles klar. Ja, komm. So gut wie. Besser geht's nicht. Sieht auf jeden Fall edler aus. Und hier geht das halt nicht mit dem Rahmen drumrum, oder? Ja, wenn es auf der Staffelei draufsteht. Ist klar. Wir könnten natürlich auch hier... Mal das größer. Dann snappen die sogar jetzt, ne? Alles klar. Machen wir es so. Darf ich? Rahmen entfernen und Rahmen entfernen. Na. So, dann ist das fertig. Dann ist das so, wie es sein soll. Ja, nice. Alles klar. Mio? Darf ich mal Tür abschließen für jeden außer Mio? Mio darf jetzt erstmal seine eigene Wohnung genießen. Darf sich jetzt erstmal tatsächlich zu seiner eigenen Wohnung hinsetzen. Und Theo ist ja müde. Wenn du müde bist, dann kannst du hier schlafen gehen. Oh ja, richtig. Bitten, das Monster unter dem Bett einzusprühen, damit das nicht nachts rauskommt. Das ist ja reingepatcht worden mit dem Monster unterm Bett. Da freue ich mich schon total drauf. Und Mama und Papa können eben... Also Papa muss nochmal auf die Toilette. Und dann wird jetzt hier geschlafen. Na, meinst du, es gibt ein Monster unterm Bett? Boah, ich hoffe jetzt nicht. Nicht in dem neuen Haus ein Monster oder so. Das wäre voll nicht gut.
Boah, habe ich einen weiten Weg hoch in mein Zimmer und es wird im Sommer bestimmt total warm. Huch. Ich sag ja irgendwie, die Kamera spinnt übelst rum. So, ich leg mich hin und hier ist hoffentlich kein Monster. Ha, schöne Spinne. Ach so, wir müssen ja noch eine Sache machen. Lichter, automatische Lichter, alle. Aber jetzt ist da kein Monster. Sehr gut. Das ist beansprucht. Mio fühlt sich auch wohl in seiner neuen Bude. Ha, schön, oder? Dann kannst du dich jetzt auch in deine neue Bude legen und schlafen. Mio, schau mal eben schnell auf der Toilette. Kann dann ebenfalls schlafen gehen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play The Sims 4, wenn wir uns mit dem Haus hier noch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Oh Gott, Mio kann ja richtig hier Gymnastik auf der Terrasse machen. Wir haben Terrasse und alles. Und dann können wir unsere Blumen dann noch platzieren. Ah, oh, ist das schön, das ist so schön, das ist so schön, das ist so schön. Ich freue mich so. Ah, was für ein schöner Start in die Zukunft für unsere Familie. Jetzt auch hier in Windenburg. Ich liebe diese Stadt. Guckt sie euch einfach an, wie schön sie ist. Oh, das sieht aus wie bei mir zu Hause.